Annette Dittert ist unsere Korrespondentin in London, verfolgt den Tag. Und in diesen Minuten muss sich das Königspaar ja so langsam auf den Weg zurück zum Buckingham Palace machen, in einer royalen Kutsche. Und die Menschen an der Strecke, die bejubeln jetzt also erstmals ihr offiziell gekröntes Oberhaupt. Annette, wie erleben Sie denn die Stimmung in der Stadt jetzt? Also genau jetzt in diesem Moment kommt der gekrönte Charles aus der Westminster Abbey mit der Imperial State Crown, wird dann in die goldene Staatskutsche steigen und hier hinter mir zum Buckingham Palace fahren. Das ist dann die große Coronation-Prozession, die Krönungsprozession, die ein bisschen länger dauern wird, weil diese alte goldene Imperial State Coach wirklich alt ist aus dem 19. Jahrhundert und lange braucht für den Weg. Und das heißt, seine Untertanen und all die Briten, die das heute bejubeln wollen mit ihm, diesen Tag, diese Krönung, die haben eine ganze Menge Zeit am Wegesrand, ihn einen Blick auf ihn zu erhaschen und ihm zu applaudieren oder God save the King zu rufen. Wir haben das eben hier schon gemerkt, als er gekrönt wurde, in dem Moment erhoben sich hier die Menschen auf den Tribünen vom Buckingham Palace, applaudierten und brachen in spontane Rufe aus. Also hier rund um den Buckingham Palace ist Begeisterung im Moment. Wir haben ja nun eine sehr traditionelle Zeremonie erlebt, eine sehr aufwendige und auch sehr teure. Wie wird denn das im Vereinigten Königreich so gesehen? Da ist das Vereinigte Königreich durchaus gespalten. Es gibt doch einige und fast die Hälfte nach Umfragen der letzten Woche der Briten, die sagen, das ist wirklich teuer. Man schätzt 100 bis 250 Millionen Euro kostet dieses Spektakel hier heute. Und die Zahlen werden wir erst hinterher bekommen, aber das sind die Schätzungen. Und da fragen sich eben viele, warum muss das der Steuerzahler zahlen in diesen schwierigen Zeiten? Den Briten geht es ja seit dem Brexit wirklich wirtschaftlich und finanziell überhaupt nicht mehr gut. Dann kommt noch eine sehr hohe Inflation dazu. Das heißt, da gibt es durchaus Diskussionen und sehr viel mehr Briten als früher, die das Ganze in dieser Form in Frage stellen und auch sagen, das interessiert uns gar nicht so. Man geht zwar trotzdem noch davon aus, dass ca. 30 Millionen Briten heute an den Fernsehern hängen, aber das ist eben nur die Hälfte des Volkes. Viele Augen haben sich ja heute auf die dritte Reihe in der Westminster Abbey gerichtet. Dort saß Prinz Harry, der ja trotz des Familienstreits im Vorfeld gekommen ist, und zwar ohne seine Frau Meghan. Wie ist denn das alles zu bewerten, dieser Tag heute mit Harry? Naja, Harry hat ja erklärt, dass er eben ohne Meghan kommt. Damit nimmt er natürlich auch ein wenig Aufmerksamkeit von sich und lässt die für seinen Vater. Er saß im Kreise der Familie in der dritten Reihe, aber durchaus auf einem angemessenen Platz. Insofern war es eigentlich so, das war die große Frage, wo er denn sitzen würde, dass man davon ausgehen kann, dass er auch ein Interesse daran, heute an diesem Tag die Debatte nicht auf sich zu lenken, sondern wirklich seinen Vater scheinen zu lassen. So, und jetzt sehen wir gerade noch Bilder eingeblendet aus London. Aus dem wartenden Prozessionszug gleich soll es dann losgehen Richtung Buckingham Palace. Charles ist ja bereits seit dem Tod seiner Mutter britischer König, wenn auch bislang ja ohne Krone. Wie haben Sie ihn denn in den letzten Monaten erlebt? Hat er es denn geschafft, ihr ein würdiger Nachfolger zu sein? Vielleicht schon einige eigene Akzente gesetzt? Ja, er hat durchaus eigene Akzente gesetzt. Er hat gezeigt, dass er durchaus sehr viel politischer sein will als die Queen. Also dass das, wofür er bis jetzt gestanden hat, nicht ganz in den Hintergrund treten wird. Also sein Engagement für den Klimaschutz, sein Engagement für sozial Schwache, für Flüchtlinge. Und da wird er auch immer wieder zumindest sehr dezent auch Zeichen setzen gegen den Kurs der Regierung, die ja eher eine rechtspopulistische ist hier im Moment. Das muss man natürlich jetzt alles abwarten. Erstmal hat er, wie das weiterläuft nach der Krönung, erstmal hat er aber den Übergang in seiner ganz eigenen Art von der Queen wirklich ziemlich nahtlos geschafft und sogar noch es geschafft, an Popularität zu gewinnen seit dem Tod seiner Mutter. Damals haben nämlich nur ca. 39% der Briten gesagt, also ein gutes Drittel, dass er ein guter König würde. Dieselbe Umfrage ist diese Woche noch einmal gemacht worden und da waren es 61%. Das heißt, ihn selbst finden viele Briten, auch die, die vielleicht die Monarchie jetzt kritischer sehen als früher, als Person einen guten König. Da hat er einiges an Popularität wegmachen können. Und jetzt wird aber die große Frage natürlich sein, was passiert, wenn am Montag dann allmählich der Alltag die Briten wieder einholt. Dann wird Charles vor einer großen Aufgabe stehen, wirklich diese Monarchie in das 21. Jahrhundert zu führen und wirklich zu modernisieren. Denn die heutige Zeremonie war doch ein sehr klarer Verweis in die Vergangenheit und hat letztlich ein Großbritannien gezeigt, ein christlich-anglikanisches, das es so in dieser Form gar nicht mehr gibt. Und jetzt, Annette, wir haben eben gerade das Glockengeläut gehört. Jetzt in dieser Sekunde setzt sich der Prozessionszug
in Bewegung. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, was da jetzt gerade passiert. Diese goldene Kutsche, die haben wir ja gesehen, die Sie auch schon angesprochen hatten, die ja durchaus unbequemer ist als die, in der Sie vorhin saßen. Das war eine andere. Ja, ja, das ist die alte Imperial State Kutsche, die aus dem 19. Jahrhundert, ich glaube von 1831 ist, wo die Queen immer erklärt hat, dass die doch sehr ungemütlich ist und sehr rumpelig, ohne Stoßdämpfer und ohne Klimaanlage. Und ja, mit der wird er jetzt, die ist aber eben sehr viel prachtvoller und deswegen wird er mit der jetzt zurückfahren als gekrönter König in der Begleitung von über 4000 Militärs. Das ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass die Briten ihn als wirklich gekröntes Oberhaupt durch Gott eingesetztes Oberhaupt, wenn man daran glaubt, hier erleben werden. Und das ist eben die eigentliche Prachtprozession. Jetzt zurück zum Buckingham Palace, wo wir hier stehen. Ja, und wir sehen eben auch Big Ben im Hintergrund, das Wahrzeichen von London. Und jetzt kommt eben der gekrönte König hier durch die Straßen gefahren, bei very britischem Wetter, muss man sagen, Annette. Ja, es ist wirklich leider kalt und regnerisch. Es ist sogar unter Umständen so, dass der eigentlich obligatorische Flypass, also der Überflug von Militärflugzeugen, die Flugstandarte, die ja eigentlich zu jedem dieser großen Pomp and Circumstance Events gehört, dass der möglicherweise abgesagt werden muss wegen schlechtem Wetter. Das soll in der nächsten halben Stunde entschieden werden. Das wäre natürlich schade, weil das ist immer der krönende Abschluss dieser Balkonszene, die wir dann erleben werden, wenn Charles im Buckingham Palace wieder angekommen ist. Dann wird er sich mit der Kernfamilie, den Working Royals, auf dem Balkon präsentieren und dann wird es Jubel geben von Hunderttausenden, die sich jetzt schon seit den frühen Morgenstunden auf der Mall versammelt haben. Und in einer anderen Kutsche haben wir eben gerade auch Prinz William, Kate und die Kinder gesehen. Annette Dittert, vielen Dank für den Moment nach London. Bitteschön.